deutscher Sicht. Allen voran natürlich Sabine Spitz wieder vorne mit dabei als Sechstplatzierte. In Bukarest 39. geht er hier heute auf die Strecke. Also schauen wir mal, bitte? Wie es da bei ihm aussehen wird. Ja, noch ein paar Minütchen und dann geht's los vorne. Startaufstellung müsste mittlerweile erfolgt sein und auch gleich der Startschuss. Jetzt geht's nochmal zur Sache. Die drei Besten beim Nissan. Ladies and gentlemen, the podium.